Can't touch this. Can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid. Zu einer neuen Folge. Ja, wie schon angekündigt, letzte Folge wird diese wohl heute etwas später kommen. Und es wird leider auch wieder nur eine 20-Minuten-Folge. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr verzeiht. So. Ich bin einfach schon ganz schön fertig und möchte eigentlich nur noch ins Bett. Langer Tag, 4,5 Stunden Auto gefahren insgesamt. Und das Abendbrotessen ist auch gerade schon am sich zubereiten. Oder am zubereiten oder ist in der Arbeit, sagen wir es mal so. Deswegen wird es heute mal bloß eine 20-Minuten-Folge. Aber ich wollte jetzt auch euch nicht enttäuschen und gar keine aufnehmen. Dann machen wir es heute nochmal so und dann werden die nächsten Folgen wieder etwas länger. Wenn ich denn irgendwann noch einen Ausgeruht-Skill kriege. So, wie immer, richtig geiles Wetter hier im Spiel. Man kennt es schon. Wir machen diese Folge nochmal Silber sammeln. Das heißt, ab ins Gebirge. Spitzhacke und Kohammer, Wünschelrute ist auch am Start. Das passt alles. Ich habe gerade bloß nochmal schnell Inventar geleert. Jo. Was haben wir heute Samstag? Also Montag. Montag kommt dann die neue Folge. Hier, den Spaß können wir abbauen, weil wir brauchen... Warte mal, Steinsuche hieß es, ne? Genau. Wir brauchen das Portal jetzt einmal hier unten, ne? Ne, warte mal, hier an dem Punkt. Da ist das Silber. Hier lagen ja bloß noch Steine rum, das dürfte alles passen. Was haben wir denn? Eiktür haben wir am Start. Naja, so weit ist es nicht. Ja, wir sammeln nochmal ein bisschen Silber, die Folge, dass wir das reinhauen können in die Öfen. Dann sollten wir ja hoffentlich so weit kommen, dass wir das hier alles maxen können. Ich höre einen Steingolem oder sowas. Jetzt ein Drachen. Irgendwas war gerade leise. Ach, da oben, guck mal. Grüße. Jetzt hat er uns gesehen. Och nö, ich will eigentlich gar nicht kämpfen. Ja, ist gut. Haben wir schnell zunichte bekommen. Och nö, Steingolem ohne Knochenwanz ist eigentlich richtig kacke. Wie war denn das mit Pfeilen? Bringt gar nichts, ne? Na, nicht wirklich. Wie ist denn das? Spitzhacke? Macht die mehr Schaden als Frostner? Schild können wir ja trotzdem mal nehmen. Hä? Warum hast du denn jetzt... Ach, Spitzhacke und Schild geht nicht zusammen. Komm, hau mal zu. Bumm. 45 Schaden. Eigentlich müssen wir wieder perfekt blocken, ne? Und das macht... Ja, doch, Spitzhacke macht mehr Schaden, aber wir müssen aufpassen. Komm, perfekt blocken. Ey, Freundchen. Ah, ich war zu spät. Ist das Heiltrank? Natürlich Ausdauer. Kacke. Bloß noch 54 Leben. Ich möchte ungern sterben, vor allem, weil wir jetzt auch kein Portal mehr haben. Komm, wir bauen das mal schnell hin. Hallo. Nein. Lass mich in Ruhe. Zack. Hauptsache, der macht das hier nicht kaputt. Oh, oh. Und ein bisschen eng. Ey, lass mein Portal bitte... Oh, 32 Leben. Geil. Na, zumindest ist das Portal da. Wenn wir sterben, können wir schnell wieder her. Jetzt habe ich aber noch einen Drachen gehört. Wenn der uns jetzt noch beschießt, könnte es eklig werden. Kacke, warum haben wir denn keinen gesunden Met mit am Start? Aber Pfeile jetzt... Wie die Frostpfeile. Können wir den einfrieren? Können wir den ein bisschen langsamer machen? Geht das? Aua, hä? Und Portal kaputt gemacht, na klar, und wir sind gleich tot. Och, Menno, ich möchte nicht sterben. Wirklich nicht. Können wir das Portal hier oben irgendwo draufbauen? Ist die Werkbank... Alter! Warum? Jetzt hat er die Werkbank kaputt gehauen. Der will nicht, dass ich hier ein Portal habe. Nee, ehrlich, Leute, es ist mir zu risky. Wir kommen ja nie wieder hier hin. Da müssen wir ja mit dem Boot hier rüber. Können wir gar nicht mehr an unsere Basis, können keinen Flachs mehr holen, nur nix. Ich hau jetzt hier einmal Eiktür an. Und dann hauen wir hier erstmal ab. Ich meine, mit perfekt blocken und so könnte es alles gut klappen, aber ich kann auch einfach Pech haben und... Mann, ich brauche das Zeug für meine Werkbank. Ja, kann auch einfach Pech haben und der zerberstet mich hier komplett. Komm jetzt mal hier hoch, bitte. Ey, mit Pfeilen, das dauert doch Ewigkeiten. Kommt der überhaupt hier hoch? Wir haben wieder ein bisschen Leben generiert, aber ich glaube, der kann uns auch mehr Schaden zufügen, wenn der noch besser trifft, oder?
Ist er abgehauen? Hä? Was war denn jetzt? Ach so, ich hab mich hingesetzt. Ich wollte mich eigentlich schleichen. Es wäre noch besser. Hau ab. Da war ja mal richtig aggro auf das Portal und auf die Werkbank. Was war denn da los? Zack. Zack. Nee, da haben wir echt Pech. Es war eigentlich dumm, dass wir das Portal unten mitgenommen haben. Wir hätten einfach noch eins bauen müssen. Wenn wir natürlich hier verkackt haben, müssen wir nochmal eine richtig weite Reise auf uns nehmen. Aber ich glaube, wir haben bei der Mutti noch. Nee, haben wir nicht. Naja, egal. So, also, wir brauchen einmal Wünschelrude. Irgendwo hier soll was sein. Ach, na klar. Und er haut mir wieder alles kaputt. Och, bitte nicht. Ja gut, wir haben volle Leben. Wir müssen mal gucken, dass wir den mal geblockt kriegen. Oh, dürfen wir aber auch nicht runterfallen, ne? Da unten ist noch ein Ach ja, das hat man schon gefunden. Komm, jetzt block mal hier richtig. Bam. Nee, es war zu früh. Kann man aber auch immer schwer einschätzen bei dem guten. Aua. Ach, Mann. Komm, einmal treffen jetzt. Ach, shit. Nee. Es ist schwierig, den seine Angriffe einzuschätzen. Ich weiß nicht, da ist der Drache, aber der geht auf den Golem, ne? Kommt mir eigentlich zugute. 58 Leben, nicht so. Mann, ey, jetzt nimmt wieder die halbe Folge heute ein. Dass hier so ein doofer Golem direkt am Silber ist. Das muss doch nicht sein. Ach, Mensch, ich war eine halbe Milli... Ich hänge. Ui, knappe Kiste. War eine halbe Millisekunde zu spät gerade, ne? Aber der Drache macht ein bisschen seinen Job, obwohl nicht viel. 54 Leben. Ach man, wir hätten mal einen gesunden Met mitnehmen können. Wir haben so viel Zeug in der Kiste. Komm, jetzt aber. Viel zu früh. Ist schwer bei dem, weil bei dem Move macht er richtig langsam. Da hat er richtig lange die Hände oben und bei den anderen chillt er. Chillt er nicht, da macht er hier richtig fix. Ja, geh zum Drachen, bitte. Jetzt haben wir. Und drauf auf das Schwein. Komm. Ah, wieder. Jawohl. Hey, warum war der nicht am Taumeln? Was war denn da los? Nee, das... Alter, warum trifft er mich? 45 Leben. Mann. Ich mache mir das Leben auch schwer, aber... Alter, geh auf den Golem. Ach, komm. Jetzt wird's langsam eklig. Eigentlich wäre es auch eine Überlegung, die Brechbären mitzunehmen. Selbst wenn die Lebensmittel noch laufen. Aber dann könnte man jetzt neue reinhauen und würde definitiv erstmal wieder mehr Heilung kriegen. Die am Anfang immer erstmal schön hochbuddern. Wo ist denn... Der Golem ist wieder abgehauen. Jetzt ärgert mich der Drache, oder was? So. Oben ist noch einer, der kämpft aber mit dem Golem. Ich würde jetzt gerne die Silberader finden. Oh Schiss, dass wir hier auf einmal von hinten noch an dem Golem attackiert werden. Aber naja. Wird schon werden. Silberader, hier ist sie. Portal haben wir gebaut, steht auch noch. Gut. Geht sie hier weiter? Ja, geht sie. Ja, komm, wir holen das Silber noch und dann machen wir nächste Folge mal wieder ein bisschen Bauerei. Wird Zeit. Ich dachte gerade, der Golem kommt. Wo haben wir denn die ganz normale Fackel eigentlich? Verschiedenes? Nee. Lagerfeuer, fehlt uns zwei Holz. Dass wir hier zumindest mal ein bisschen Licht in die Hütte reinkriegen, oder? So, ich darf bloß... Naja. Ja, und es schneit natürlich. Okay, war eine dumme Idee. Eigentlich wollte ich eine Fackel bauen, die hinwerfen. Das geht auch.
Jetzt wäre der Reif eigentlich ganz gut. Na, mal gucken, wie viel hier rausspringt. Wir waren jetzt durch, ne? Ja. Hier nichts mehr. Drüben glaube ich auch nicht. Das ist echt dunkel. Ich höre was. Ich wusste es. Ach Mensch, lass mich doch in Ruhe. Getroffen. Und hier, wie schnell ist denn der aus seinem Taumeln wieder raus? War das schon immer so? Ja, jetzt haben wir ihn. Guck mal, jetzt hat er richtig lange getaumelt. Alter! Ist der schon immer so explodiert? 8 Kristall. 11 insgesamt. Sah mal richtig geil aus, wie der hier gerade in sich zusammen explodiert ist. Implodiert. So. Spitzhacke. Geil, geil. Notfalls gehen wir nochmal nach Hause und schlafen nochmal eine Runde. So, wir müssen mal noch gucken. Eine Richtung muss sie ja noch gehen. Wahrscheinlich hier, ne? Oder auch nicht. Da ging sie lang, hier ging sie lang. Oder hier, wo wir das Lagerfeuer hingestellt haben. Irgendwo muss sie noch lang gehen. Eine Ader. Hä? Hier lang? Ach komm Leute, es tut mir leid, wir gehen jetzt nochmal fix schlafen. Mich nervt diese Dunkelheit einfach an. Wir können auch den Reif mal mitnehmen oder noch eine Fackel mit daneben legen oder irgendwie was, aber... Ich weiß nicht, die Fackel, die geht nicht aus, ne? Wenn es regnet oder schneit, ich glaube nicht. Ja, es nervt mich gerade ein bisschen, die Dunkelheit. Das wird dann auch alles ein bisschen geiler mit meinem neuen Gaming-Zimmer. Weil ich habe hier einfach so nicht so wirklich Platz. Deswegen ist das Licht, was mich hier von der Seite anstrahlt, also was direkt an der Kamera oben dran geschnallt ist, das ist einfach so verdammt nah. Und es ist auch ein relativ kleines Licht, deswegen muss es sehr hell sein. Das habe ich in meinem neuen Zimmer dann nicht mehr. Da ist ein bisschen Platz, da werde ich mir... Ach, ja, genau, es war komplett umsonst. Naja, jetzt wird's hell. Wollen wir den Reif auch nicht mehr mitnehmen. Ja, er wird in meinem Gaming-Zimmer ein bisschen besser, dann habe ich mehr Platz. Da werde ich mir irgendwie größere Lichter kaufen, die ich nicht ganz so hell stellen muss, weil das blendet halt so dolle. Das Bild ist so gefühlt 10-mal dunkler, als wenn ich es mir ohne das Licht dann auf dem Monitor angucke. Das ist nicht so optimal. Aber jetzt die letzten 2 Tage wieder ganz gut vorangekommen. Ich denke, spätestens Ende März, wie ich es erwähnt hatte, sollte es klappen. Ach, guck mal, das sieht doch gleich viel schöner aus hier. Das ist halt die Frage, hier ist doch ein Stück Silberader, ne? Die geht wahrscheinlich hier lang, oder? Ist natürlich sofort wieder ausgegangen. Mensch, wo ist denn das jetzt? Hä? Das kann doch nicht nur so eine zweiadrige sein. Das war doch... Ach, guck mal. Nee. Hier vorne teilt die sich. Ja, die ist riesig, ne? Waren die schon immer so groß? Das sieht das gerade nur so groß aus. Waren doch sonst nie so dick, oder? Wie viel haben wir denn schon? 7 Stück. Wir sind bestimmt wieder out of Kohle, oder? Obwohl, wir haben letztens nochmal ordentlich Kohle verteilt. Hier muss nur noch ein bisschen was rausspringen. Da geht's wieder kurz an. Jawohl. Macht auch gleich eine viel schönere Stimmung hier mit dem Licht. Gefällt mir. So, komm. Mach Lack. Wir hauen jetzt sogar mal einen Met rein, weil ich einfach in Ausgeberlaune bin.
Wir nehmen kein Silber mehr auf. Das ist schlecht. So, zack. 16 Stück. Jetzt hat er natürlich genau das Lagerfeuer drauf gebaut, ne? Schön blöd. ...22, jawohl. ...23, ja, die ist irgendwie nicht so ergiebig, also... ...ja, doch schon, aber... ...irgendwie auch nicht. Nehmen wir noch Silber auf? Natürlich nicht. 24. Mal gucken, wie lang die eine Ader da noch ist. Wir müssen dann gleich erstmal nach Hause. Guck mal, das ist wieder schon zu viel hier. Oh nö. Ich möchte ungern Silber liegen lassen. Aber 13 Kilo kriegen wir nicht weg. Wie viel sind denn das? Ein einziges wiegt 12 Kilo, ja? Krass. Okay. Also wie viel haben wir jetzt? Was hatten wir? 25 Silber? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir gucken nochmal. Ja, 25. Hier liegt auch noch ein bisschen was davor. Und ansonsten... Nee, doch out of Kohle. Hier waren noch 3 drin. Machen wir erstmal voll. Da haben wir 10 Silber. 20 Silber. 30 Silber. Ist hier noch Kohle drin? Ne, das ist Teer. 30 Silber. So, wir haben... Habe ich alles Silber verbraucht? Ganz sicher, bis aufs Letzte? Ja, weil wir sind ja nochmal rüber und ich habe gewartet, dass eins noch rauskommt. Stimmt, jetzt war ich gerade ein bisschen irritiert. Ich dachte schon, hast du es in irgendeine andere Kiste gepackt, aber nee. Wir hatten wirklich alles verbraucht. Das heißt, wir haben 30. Ich habe noch 5, sind 35, sind 38 Silber. Wird immer noch nicht reichen. 45 hat Torger Reiszahn, Frostner gekostet, ne? Ja, jetzt sind wir bei 38. Das heißt, 7 Stück noch dafür. Oh Gott. 37 Silber brauchen wir noch. Brauchen wir noch eine Silberader. Ach du Kacke. Naja, was willst du machen? Jetzt brauchen wir eigentlich erstmal... Kohle, hier ist welche, sehr gut. 17 Stück, der, waren die voll? Nee, ne? Ich wollte mal ausrechnen, ob die mehr bringen. Mit dem Kernholz drin, wir haben ja Kernholz reingeschmissen, ob das mehr bringt. Eigentlich wäre es ja sinnvoll, weil es ist schwieriger zu bekommen, aber... Weiß nicht. So. 20... 20. Na gut, dann müssen wir halt doch nochmal Silber sammeln. Das reicht ja aktuell für noch gar nichts so wirklich. Na gut, doch, den Trogger könnten wir... Machen wir den erstmal hoch. Was waren das jetzt? 35? Ne, 30. 30 Silber haben wir. Ach so, ja, aber im Ofen noch. Entschuldigung, Leute, war ein langer Tag, ne? So, na gut, nee, dann würde ich sagen... Wir hauen mal noch kurz das Silber vorne rein und machen hier erstmal Schluss für heute. Ich muss wirklich dringendst auf die Couch oder ins Bett. Und wenn es nicht leckt, dann leckt es noch heute. Nee. Ja, und dann machen wir übermorgen. Ja, eigentlich wollte ich mit euch bauen, aber eigentlich hätte ich auch wiederum gerne den Spaß endlich mal komplett. Dass wir das abhaken können, dass wir uns dann erstmal aufs Bauen und auf den letzten Boss konzentrieren. Also seid mir nicht böse, aber ich würde sagen, wir gehen nächste Folge nochmal ein bisschen Silber sammeln. Weil sonst mache ich wieder das hier und dann müssen wir irgendwann nach 2-3 Folgen wieder Silber sammeln und nö. Ich möchte wirklich gerne Frostnau und den Fangzahn komplett haben, dass das auf Maxi... Ach so, warte mal. Nee, Schwarzmetallschild hat kein Silber gekostet, ne? Das hat bloß Dings gekostet. Da hat uns aber das Edelholz gefehlt. Edelholz gehe ich mal noch ohne euch sammeln. Dann kriegen wir das noch hoch. Lasst uns das hier alles maxen und dann geht's wieder weiter mit Bauen, okay? Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Es geht dann am Montag wieder weiter für euch, 19 Uhr. Da sollte ich es pünktlich schaffen. Bis dahin, macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.